Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Geburtstages. Den ersten habt ihr ja schon von vor ein paar halben Stunden gesehen, wie auch immer. Ja, ihr kennt das. Pressekonferenz ohne Ende, Pressekonferenz ohne Ende. Und dann wundert man sich, wenn einer den anderen nicht zuhört, sondern eher nur sagt, ja, wir machen das, wir machen dies. Das reicht bei Weitem nicht. Nur weil es Konflikte zwischen Russland und Ukrainski gibt, braucht man hier ja nicht den großen Mann auslassen, ne? The really, really man, würde jeder sagen. Aber Reality ist doch nicht alles. Habe ich mal verdient. Auch ein Kaffee muss einmal heiß werden. Und ich finde es wirklich total schrecklich, wenn Karli der Dritte so tut, als ob wir keine Pandemie hätten. Lieber Herr Nehammer, auch wenn ich jetzt der glücklichste 37. Mensch Lebensjahr bin. Die Menschen ärgern sich, weil sie nur noch den Mensch persönlich an der Nase herumtanzen. Aber mir können sie das nicht zu Fleiß machen, Herr Nehammer. Sie verhätscheln das Volk und das geht nicht. Aber ich möchte mich über sie nicht ärgern an meinem Geburtstag. Das würde mir zu viel Nerven kosten. Mir ist es auch ehrlich gesagt egal, was er mit seinen Russen philosophiert hat. Wir sind eigentlich nur Menschen, aber die Frage ist auch, ob wir das noch so hinnehmen. Ich nehme es persönlich nicht hin. Ich frage mich, wo war der Spezi Werner klar. Ah, ich hab's vergessen, der war nicht dabei, das war ja ÖVP-Konferenz. Interessant. Aber ist es berechtigt? Ist es berüchtigt? Na, weder das eine noch das andere. Also wenn man die Wörter des Bundeskanzlers Glauben schenken oder glauben würde, dann müsste man sofort die Maskenpflicht ganz abschaffen, die Impfpflicht komplett abschaffen. Und alles andere, was uns Sebastian Kurz damals eingefleust hat. Und natürlich auch das blöde Gurgeln. Aber wie Don Sebastio Lefanio gesagt hat, wir müssen schauen, dass die Menschen gesund werden. Und da gab es ja noch was. Da gab es ja noch was. Seitdem weggegangen ist, also Mücke Mückstein, hat jetzt Johannes Rauch beschlossen,
Wir werden jetzt nicht jede Woche 8 solche Tests holen, sondern einmal im Monat 5 Tests an der Zahl, damit der Missbrauch weniger wird. Und ja, danke, Herr Rauch. Aber ich muss Ihnen ehrlich dazu noch sagen, ich finde es eigentlich cool, dass man die Menschen ausbremst mit diesen Gurgeln. Es mag ja nicht jeder gurgeln, da verwendet man lieber seine Mundspülung. Und ja, lieber Herr Nehammer, Sie mögen vielleicht in Ihrer Pressekonferenz und in Ihrer ÖVP-Tagung Freude gehabt haben, aber die Neos, die SPÖ, haben da keine Freude gehabt und die FPÖ schon gar nicht. Und wie es mit dem Herrn Kogler war, weiß ich nicht. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, lieber Herr Nehammer, die Menschen haben Sie durchschaut. Egal wie hübsch die ganzen Frauen unterwegs auch sind, die Frauen und die Herren haben Sie durchschaut. Seitdem Sie dieses Video gesehen haben im Netz oder sogar auf OE24, die Damen und die Herren haben sich gefragt, die haben sich gefragt, warum oder wie kann man nur die Menschheit verarschen? Und da kann ich Ihnen wirklich jetzt schon sagen, die Leute im Supermarkt, die tun mir leid. Und da wundert es mich nicht, dass die WKO hier fordert ein Ende der Maskenpflicht. Und noch etwas, wenn ich da gerade schon dabei bin. Lieber Herr Nehammer, Sie haben ja gesagt, Ihnen sind die Viren egal. Und dann haben Sie auch noch gesagt, schön, dass Sie da sind. Oder dass ihr da seid. Also darf ich aus Ihrem Zitat erfolgen, dass Sie jetzt ohne des Wissens von Johannes Rauch die Pandemie für beendet erklären? Oder wollen Sie anläuten, wir dürfen wieder unseren nächsten Angehörigen treffen oder Freunde und Freundinnen treffen? Ich finde es komisch, Herr Nehammer, Sie haben hier sich selbst ins Knie geschossen mit Ihrer Veranstaltung. Und ja, Herr Nehammer, einerseits streuen Sie Salz in einer offenen Wunde, wo Sie sagen, die 40 Leute sollen einen Abstand halten. Das war, glaube ich, noch damals vor ein, zwei oder drei Jahren, was weiß ich. Und dann bei Ihrer Tagung der ÖVP hört man das Gegenteil, dass Ihnen die Viren egal sind. Ja. Wenn Sie meinen, die Pandemie ist beendet, dann ja, ich habe nichts dagegen. Mir geht der Maskenfetisch eh schon auf die Nerven. Aber ich mache es trotzdem, um nicht wieder von den lieben Damen angekeift zu werden, geschweige denn von irgendein Unternehmen wie Bundesbahn und Westbahn, Wiener Linien, was weiß ich.
Aber ich kann Ihnen sagen, Herr Nehammer, der Johannes Rauch ist nicht begeistert, nehme ich mal an. Und eine Frage an Sie, warum haben Sie nicht die Frau Reich schon gefeuert und Ihren Herrn Stredling mit dem Tarnanzug? Die beiden sind eh schon hinfällig. Die beiden sind eh schon sehr, sehr hinfällig. Wenn Sie schon dafür sagen, dass die Pandemie Geschichte ist, dann können Sie die zwei Herrschaften entlassen und dann habe ich von den zwei endlich mal eine Ruhe. Aber der Bundespräsident hat noch ein Machtwort eigentlich, aber den sieht man ja auch kaum. Ich glaube, der sitzt lieber in der Hofburg. Ja, und immer wenn Angelobungen sind, lasst er sich im Fernsehen blicken oder letztens, wie Willi Residaritz alias Osman Kurti gestorben ist, hat er sich blicken lassen. Oder wie er über die Teuerung geredet hat, hat er sich blicken lassen. Ja, ich weiß, unser Bundespräsident ist über 70, da hat man es halt nicht leicht mit 78. Und lieber Herr Bundespräsident, gegen Sie persönlich habe ich ja nichts, aber Ihre Art und Weise. Ich weiß nicht, damals hätten Sie gesagt, nein, das machen wir nicht und heute sitzen Sie nur in der Hofburg. Angelobung, rauchen, mit dem Hund die Gassi gehen. Ja, das ist viel zu wenig. Sie haben auch die Pflicht, hier der Regierung zu sagen, wie sie zu arbeiten hat. Aber anscheinend arbeitet jeder gegeneinander statt füreinander. Also eher man arbeitet so, als wie so. Und das ist wirklich nicht zu toppen. Lieber Herr van der Bellen, wir, das ganze Volk, wollen eigentlich, dass Sie für Ihr großzügiges Gehalt hier endlich mal die Regierung entlassen und vor 2024 die Neuwahlen machen lassen, weil es ist wirklich nicht in Ordnung, dass Sie hier warten, bis endlich mal einer Person es wirklich reicht. Und seien Sie mir bitte nicht böse, Herr Bundespräsident, Sie werden dafür bezahlt, dass die Regierung richtig arbeitet und nicht immer so arbeitet, dass wir glauben, dass wir in Fukushima oder in Japan sind, wo man alle jetzt einsperrt und nur noch über die langen Leinen das Essen transportiert wird. Also so ein Leben hat sich keiner vorgestellt. Lieber Herr Bundespräsident, wenn ich Ihr Gehalt hätte und ich in der Hofburg sitzen würde, ich hätte nicht einmal eine Flasche Sangré aufgemacht. Ich hätte jeden einzelnen Kanzler, geschweige denn Bundeskanzler, Vizekanzler und, hätte ich zur Hofburg zitiert und hätte gesagt, entweder arbeiten Sie so für das Volk oder ich muss euch entlassen und ich starte mit Neuwahlen. So hätte ich gehandelt. Aber so, wie Sie jetzt handeln, Herr Bundespräsident, das hat irgendwie einen Geschmack, der mir nicht aus dem Kopf und aus der Zunge zergeht. Echt nicht. Lieber Herr Bundespräsident, noch einmal für Sie. Sie könnten gerne einmal, wenn Sie mal von der Hofburg frei haben wollen, können Sie gerne mal mit mir in die Slowakei runterfahren.
Da sehen Sie kein einziges Volk in der Autobuslinie in der Slowakei mit Maske. Höchstens nur Leute ab 60 plus, die sitzen aus gesundheitlichen Gründen noch mit Masken herum. Aber andere Leute haben die Maske abgelegt. Die Maskenpflicht ist nur noch in der Slowakei, Supermarkt, Spitäler, Krankenhäuser, Behördenwege, Altenheim. Aber bei uns in Österreich beharren sie ja noch immer auf die Maskenpflicht. Ich finde es zwar in Ordnung, dass man hier aufeinander schaut, aber mir bleibt die Sprache weg, wirklich. So wie damals, ich kann es euch sagen, ich steige in die Bahn ein, möchte zur Tür, auf einmal macht die Frau immer nur, als ob ich irgendwelche Krankheiten tragen würde. Und immer wenn ich vorbeigehe und das sehe, sage ich, junge Dame, ich bin nicht krank. Ich bin gesund, also ja. Ich weiß nicht, Herr Nehammer, seit Ihr ehemaliger Bundeskanzler den Notpandemiestand ausgerufen hat, werden die Leute immer damischer und herrischer, auf gut Deutsch gesagt. Sogar bei McDonald's, muss ich ja euch auch noch sagen, sind die Leute jetzt auch nicht gescheit geworden, sondern eher auf, wie pöbel ich Leute an, unter Motto, ich lasse die Person nicht durch, stell mich lieber in den Weg. Und dann wundert man sich, wenn man fragt, was das werden soll, und dann schreit die Person herum. Ich habe mir erspart, zurückzureden, weil wäre nicht gut ausgegangen. Aber wissen Sie, meine Damen und Herren, ich hätte dann damals gesagt, wenn ich es wollte, hätte ich zur jungen Dame gesagt, wenn Ihnen etwas nicht passt, dann geben Sie den Kaffee dem Verkäufer ab und gehen Sie nach Hause, legen Sie sich einen Tag ins Bett, denken Sie nach, wie Sie mit Ihren Mitmenschen umgehen. Und ich sage das nicht, um Damen, die unfreundlich sind, zu erniedrigen. Ich sage es deswegen, weil es hilft, wenn jetzt eine Frau einen schlechten Tag hat, hilft es eigentlich immer, stehen lassen, nach Hause gehen. Nur noch vielleicht ein paar Stunden Fernsehen. Und ja, und dann 7, 8 Stunden schlafen und die Welt sieht am nächsten Tag anders aus. Seid mir überhaupt nicht böse. Ja, manchmal habe ich auch vielleicht ein bisschen ein Grant, aber das ist immer dann, wenn die Leute mir meine wertvolle Zeit nehmen, weil es haut nicht hin, dass man jetzt den Mensch einfach seine Zeit wegnimmt. Und wenn man dann sagt, was wird das? Und die Person oder die Dame dann herumpöbelt. Das ist nicht in Ordnung. Klar haben wir manchmal einen Aussetzer oder ist schlecht drauf. Man kann ja freundlich sagen, du, mir geht's nicht gut, lass mich heute, wir können morgen reden. Das ist alles kein Problem, bitte. Aber das Herumkranteln, das macht wirklich keinen guten Eindruck. Ja, wie gesagt, manchmal kommt es bei mir auch vor, aber nicht, weil ich mit der Person einen Krieg führen will, sondern
weil mir einfach die Zeit, die man eigentlich fast oder selten hat, entnommen wird. Beim Date wäre ja das ja völlig was anderes. Aber Sie können sich ja nicht vorstellen, Zeit ist kostbar und wie einer bei der Rosenheim-Cops-Folge gesagt hat, Time is money. Und ja. Ich bin auch gespannt, wie sich die Regierung dann im Sommer tut. Weil ich möchte nicht, dass die Frau Rauch dann sagt, wir müssen alle wie die Hunde. Weil die Menschen zucken ja förmlich aus. Die zucken förmlich aus. Und das ist mir persönlich eigentlich zu dumm, dass die Menschen dann immer auf andere Menschen grantig sind, nur weil eine Regierung hier den Bürger, ihr wisst ja schon, veräppelt. Und ja, lieber Karl Nehammer, Sie sagen einerseits, dass Sie gerne die Sympathie Ihrer Mitbürger wollen, aber bei allem Verständnis, Sie persönlich sind okay, aber das, was Sie hier machen, ist nicht okay. Und dass die Grünen hier nicht längst was sagen, wundert mich eigentlich nicht, weil ja Van der Bellen ist ja auch ein grünes Mitglied. Dass er nichts sagt, wundert mich eigentlich auch nicht. Manchmal habe ich schon das Gefühl, er schaut zu, wie Österreich zugrunde geht. Und klar haben wir jetzt viel Herausforderungen, der Krieg, die steigenden Kosten, die Pandemie. Aber Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Herr Gesundheitsminister, Herr Arbeitsminister, nehmt euch mal das zu Herzen. Die Menschen können dann wieder Geld verdienen, wenn sie einen Job finden, für die, die arbeitslos sind natürlich. Und ich würde Ihnen, Herr Kocher, empfehlen, gehen Sie mit Ihren Mitbürgern nicht so scharf um, weil am Anfang, wie Sie neu zur ÖVP gekommen sind, da haben Sie irgendwie den Gargamel rausspielen lassen. Und wir sind nicht in den 80er, 90er Jahren, wo man sich als Kind noch die Schlümpfe angeschaut hat mit dem bösen Gargamel. Die Zeiten sind vorbei, Herr Kocher. Und Sie sollten unter anderem mit den Menschen, die arbeitslos sind, nicht so böse umgehen. Klar wollen Sie, dass die Menschen ihr eigenes Geld verdienen und arbeiten gehen. Aber es gibt auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen arbeitslos sind, weil sie vielleicht was mit dem Kreuz haben, weil sie gesundheitlich angeschlagen sind und, und. Und da erwarte ich mir von Ihnen, Herr Kocher, fassen Sie ein Herz, zeigen Sie Verstand und lieben Sie Ihre Nächsten. Und ein Wort noch an dem Johannes Rauch. Lieber Herr Rauch, machen Sie nicht den gleichen Fehler wie Ihr Mückstein, Mücke Mückstein. Ich möchte wirklich, dass Sie als Sozial- und Gesundheitsminister so agieren, dass es den Menschen nicht noch schlechter geht als jetzt schon die Preise im Supermarkt, wo einem
wirklich nur noch schlecht wird. Da kann man sich wirklich nur noch so auf den Kopf hauen und sagen, wie kann man nur? Und ich möchte noch ein bisschen zurückdrehen. Habe damals ein schlimmes Posting gelesen, wo einer, da kann ich mich noch dunkel erinnern, wo ein Kontrolleur zu einem gesagt hat, dass er asozial wäre und nur von Steuergeldern leben tut und nichts arbeiten tut. Wisst ihr, sogar dem Wiener Linienmitarbeiter oder Chef persönlich hat er das nicht toll gefunden, wie ein Kontrolleur dann zu einem Fahrgast gesagt hat, er sei ein Schmarotzer. Da möchte ich noch wirklich hinweisen, dieses Wort Schmarotzer ist eine Kränkung. Es ist jetzt egal, ob man jetzt 40 Stunden die Woche beim Anker steht, Brötchen verkauft oder beim Felber steht, Kaffee malt oder beim Medienmarkt sitzt und macht. Das ist egal. Oder es ist auch egal, ob man jetzt irgendeine Arbeit macht, wo man nicht so viel verdient. Mensch ist Mensch. Es ist auch egal, ob er von der Mittelschicht, von der harten Schicht oder von der leichten Schicht ist. Ich mag, dass Menschen respektiert werden. Und ja, Leute, ich selber bin sprachlos, wie mit den meisten Menschen umgegangen wird. Und ja, ich mag diese Vorurteile nicht, wo dann immer die Menschen herabgewürdigt werden. Es ist auch egal, ob man jetzt zum Beispiel mit einer reichen Frau oder mit einer halbreichen Frau zusammen ist als Mann. Auch umgekehrt ist es egal, weil es ist eine Beleidigung für den Menschen, der nichts dafür kann. Und ja, zu meinem 37. Geburtstag sage ich es deswegen, weil man sollte sich gegenseitig respektieren und akzeptieren. Es ist nicht in Ordnung, dass man Menschen, die nichts dafür können, so herabwürdigt, dass man Hilfe bei seinen Angehörigen suchen muss. Wie schon damals einer gesagt hat, Mensch ist Mensch. Stellt euch jetzt mal vor, ihr würdet eines Tages, weiß ich nicht, so einen Autounfall haben, wo ihr querschnittsgelähmt seid und dann kommt einer her und bezeichnet euch als Schmarotzer und so. Das würdet ihr auch nicht schön finden. Und deswegen, ja, ich verstehe mich mit den meisten Menschen. Egal, ob sie jetzt viel, wenig oder gar nichts verdienen. Ich finde, Menschen sind zu akzeptieren. Und da hätte eigentlich der Fahrgast
den Kontrolleur eigentlich für diese Aktion anzeigen müssen damals. Ob er es gemacht hat, weiß ich nicht. Das hätte den Fahrgast zustehen müssen, weil es darf sich kein Mensch als Schmarotzer oder mit den Vorurteilen, du lebst ja von Sozialgeld, beurteilt werden. Verunglimpft und beleidigt natürlich. Und ich finde es wirklich herabwürdigend für die Leute, die jetzt auch dieses Video anschauen. Seid mir bitte nicht böse. Jeder Mensch ist zu akzeptieren. Und wenn es die Menschen nicht können, dann haben sie halt eine gestörte Welt, würde ich mal so ausdrücken. Und noch einmal, liebe Leute, ihr seid ja so erzogen worden, eigentlich, dass sie jeden Mensch akzeptieren sollen und dürft. Außer man hat euch in der früheren Erziehung gesagt, ihr dürft jetzt die sozial Schwachen beleidigen mit Schmarotzer oder du lebst ja nur vom Steuergeld. Ich glaube, wenn das die Mutter gemacht hätte, dann ist die Mutter nicht richtig erzogen worden. Und ja, genug der Dinge, weil über dieses Thema rege ich mich sehr auf, weil diese Menschen, die nichts dafür können, die werden so herabgewürdigt. Da wird mir echt schlecht. Und die können nichts dafür. Respektiert es. Ja, und stellt euch vor, ihr würdet so einen Unfall haben, dass ihr Invalidenrente kriegen würdet. Ich glaube kaum, dass sie dann das Recht haben, den Mensch, der die Invalidenpension bekommt, schwieriges Wort für mich natürlich, dann so beleidigt werden, dass man dann Rat suchen muss. Ich sage es noch einmal. Jeder Mensch ist zu akzeptieren, egal ob Mittelschicht, Hartschicht, Leitschicht oder Sozialschicht. Es ist egal. Grenzt auch schon irgendwie an Mobbing. Und ich finde es gut, dass Mobbing strafbar geworden ist, weil ja. Man muss die Dinge halt so sehen. Und ich möchte, wie gesagt, halt nicht, dass sozial schwache Menschen fertig gemacht werden, weil das steht einem Mittelschichtmensch oder einem Hartschichtmensch nicht zu, einen schwachen Menschen zu beurteilen, ob er oder sie Waisenpension oder Sozialgeld bekommt, das kann euch egal sein. Und die können nichts dafür, wenn ihr Sozialabgaben zahlen müsst. Die können nichts dafür. Und das Thema muss angesprochen werden. Es ist nicht sozial, so einen Menschen so zu hänseln und fertig zu machen. Aber ihr wisst ja, ihr werdet bestimmt eines Tages auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Unfall hattet mit Querschnittslähmung und so, auch merken, dass es nicht lustig ist, wenn man hier Invalidenpension bekommt oder Rente, das Ganze. Also mir ist definitiv nicht zum Lachen mute, weil
Es wird demnächst, wenn ich die Zeit dazu finde, eine Themensendung gemacht. Aber ich hatte in letzter Zeit so viel zu tun, dass ich nicht einmal April und Mai geschafft habe. Es tut mir leid. Hatte viel zu tun. Und im Sommer kommt ja dann die Sommerpause. Aber vielleicht schaffe ich es noch vor der Sommerpause ein Thema zu machen. Und ja, ich möchte mich an der Stelle einmal verabschieden, möchte mich auch bedanken. Und schaut euch das Video an. Ich finde, meine Worte lohnen sich. Und es ist egal, was die Person arbeitet, möchte ich noch sagen, weil viele immer fragen, was wer arbeitet. Ich frage auch nicht irgendwelche Leute, was sie arbeiten, weil es geht mich nichts an. Jeder Mensch hat seine Privatsphäre und die hat ein anderer zu akzeptieren. Und wenn es nicht geht, falscher Planet, würde ich sagen. Aber genug der Dinge. Ich werde jetzt feiern gehen, ohne Alkohol natürlich. Ich werde jetzt die ganze Woche hier feiern. Kann auch sein, dass ein paar Videos vielleicht kommen. Ausflugvideos und so. Aber in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden und wünsche noch einen angenehmen Tag. Tschüss.